Ja, einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, wo auch immer und wann auch immer Sie uns jetzt zuschauen. Hier ist die Ausgabe von LokalTV für August 2015. Wir haben schon einen ziemlich heißen Sommer hinter uns und vielleicht bringt uns ja der August auch noch mal ein paar warme Tage. Sommertheater gab es in Dülmen. Davon haben wir jeden Beitrag aufgezeichnet. Wir waren in Haltern auf den Spuren der Römer. Wir haben uns die Lippe angeschaut, die wird bei Haltern renaturiert. Ein Kinderflohmarkt hat in Dülmen stattgefunden und eine ganze Reihe anderer Beiträge, insgesamt 13, bis zu unserem Hauptfilm. Da geht es heute um die Ostsee. Beginnen tun wir mit dem Sommertheater in Dülmen. Sommertheater, Auftakt auf dem Dülmener Marktplatz. Alles passte zusammen. Bei der A Cappella Warm-Up-Gruppe Männersache sorgten 20 Sängerinnen und Sänger der Gruppe Voices of Worship zusammen mit ihrer Begleitband für einen fehlerlosen und fabelhaften Start in die Sommerwochen in Dülmen. A Cappella-Gesang vom Feinsten präsentierte am Samstagabend die Osnabrücker Band Männersache auf dem Dülmener Marktplatz. 5 musikbegeisterte junge Sänger riefen vor dem Dürmener Publikum einen Hit nach dem anderen ab. Begonnen hat alles 2012. Wir haben, wie gesagt, im Rahmen des Studiums haben wir zusammen schon gesungen. In einem kleinen Ensemble innerhalb des Studiums. Und da haben wir damals waren wir noch zu 7, glaube ich, oder zu 8, haben wir dann gesagt, wir wollen das alleine weitermachen, wir haben da Lust drauf. Und dann hat sich das immer ein bisschen mehr ausgesortiert und irgendwann sind dann quasi wir 5, die wir jetzt hier stehen, übrig geblieben von Männersache. Am Anfang der Veranstaltung hatte Silke Althoff vom Kulturteam der Stadt die Veranstaltungsreihe Dülmener Sommer eröffnet. Bei lauen Temperaturen hatten sich etliche Zuschauer auf dem Marktplatz eingefunden. Der Dülmener Sommer findet in diesem Jahr schon zum 27. Mal statt. Ich glaube, das zeigt, wie positiv die Entwicklung und auch die Erfahrung in den letzten Jahren waren. Von einer kleinen Straßentheaterveranstaltung hat sich der Dülmener Sommer zu dem entwickelt, was wir heute haben. Sprich 4 große Konzerte auf dem Marktplatz an 2 Abenden, 4 Theater ebenfalls auf dem Marktplatz, 2 Licht- und Klangveranstaltungen in den Ortsteilen und dazu zahlreiche Klangspurenkonzerten in den Biergärten in und um Dülmen. Lieder über Gerstensaft, Lederballsport bis hin zu Melodien über die Krone der Schöpfung versetzen die Zuhörer in gute Laune. Wir haben uns für den A Cappella-Gesang entschieden, weil es in erster Linie einfach geil ist, weil es uns Spaß macht. Das Besondere daran ist, dass keine Instrumente zur Verfügung stehen, sondern alle Laute, alles, was es zur Musik macht, mit dem Mund erzeugt werden muss. Wir wurden ganz nett und herzlich begrüßt und freuen uns jetzt auf ein hoffentlich großartiges Konzert. Und um 21.30 Uhr dann fliegender Wechsel auf der Bühne. Mehr als 20 Sängerinnen und Sänger der Gruppe Voice of Worship traten zusammen mit einer Begleitband auf. Moderne Gospel-Songs, Pop und Rock sowie zeitgenössische Klänge begeisterten. Ja, wir sind eine Mischung aus Chor und Band, spielen auch musikalisch eine Mischung aus Gospelmusik, die sich mit Pop- und Rockmusik mischt. Unser Ensemble Voices of Worship haben wir gegründet Ende 2012. Wir sind jetzt ungefähr seit 3 Jahren dabei. Das Repertoire kam an. Die Inszenierung versetzte die Zuschauer in Schwingung. Aus fast ganz Deutschland kommen die Ensemblemitglieder von Voice of Worship. So, bei uns ist es so, dass die Leute von sehr weit her kommen zum Teil. Also wir sind nicht in einer Stadt, haben uns nicht gefunden, sondern das wurde damals gecastet. Das heißt, die Sänger wurden zu einem Vorsingen eingeladen und kommen im Grunde von überall her. Also wir haben Sänger aus Aurich, wir haben Sänger aus Hamburg, aus Rehde, hier aus der Gegend, viele aus Osnabrück auch, da wo ich auch herkomme. Gegen 23 Uhr endete der gelungene Musikabend. Das nächste Highlight wird die Sommertheateraufführung des NN-Theaters aus Köln am Dienstagabend sein. Spurensuche in Haltern. Und wenn man in Haltern Spuren sucht, dann sucht man in der Regel nach den Römern, die dort früher waren.
nicht nur im Hauptlager, dort beim Römermuseum, haben die Römer gebaut, sondern auf dem ganzen heutigen Stadtgebiet von Haltern gibt es ganz viele Orte, wo auch Gebäude standen. Und dort hat die Halterner Stadtverwaltung jetzt einen Rundgang eingerichtet, Spurensuche. Die Spuren der Römer sind in Haltern nicht nur am LWL-Römermuseum sichtbar. Viele Straßennamen weisen auf eine römische Vergangenheit hin. An verschiedenen Orten in der Stadt erklären Tafeln, welche römischen Gebäude oder Anlagen sich früher hier befanden. Museumspädagogin Renate Wichers führte jetzt eine Gruppe zu den markanten Punkten und gab Erläuterungen. Wenn man aber jetzt sich für nichts anmelden möchte und hier in Haltern einfach mal so auf Entdeckungssuche gehen möchte, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das auch spontan alleine zu tun. Und zwar haben wir seit diesem Jahr das kleine Heft oder ein kleines Rundgangprogramm auf Spurensuche im römischen Aliso. Und damit kann man eigentlich die ganzen Stellen entdecken, wo in römischer Zeit hier in Haltern was gestanden hat, was gebaut worden ist und kann sich zu den Plätzen begeben. Die Spurensuche kann jeder Interessierte alleine durchführen. Ein Rundgangprogramm mit Karte gibt es kostenlos. Es zeigt den Weg und gibt Erläuterungen zu den einzelnen Stationen. Dazu wird eine Geschichte erzählt. Und mit dem Heft kann man jetzt aber einem Römer folgen, nämlich dem Corumbus. Der kommt aus Köln hierhin, um die Geschäfte seines Meisters oder besser gesagt seines Herrn, denn er ist ein Sklave und arbeitet für einen Töpfereibesitzer aus Köln, der hier aber in Haltern eine Dependance hat. Und er hat das Problem, dass ein Mitarbeiter auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Man weiß noch nicht genau, was passiert ist. Und der Corumbus möchte einerseits die Geschäfte wieder ans Laufen kriegen und andererseits aber auch wissen, was mit seinem Mitsklaven, mit dem Albanus eigentlich passiert ist. Und das kann man mit diesem Heft herausfinden. Schlusspunkt der Tour ist das LWL-Römermuseum, wo früher das Hauptlager der Römer stand. Moritz Janseps aus Kempen am Niederrhein und sein Vater nutzten die Gelegenheit der Stunde, bei der Spurensuche eine Museumspädagogin dabei zu haben. Da hat man Sachen über die Römer gelernt. Da hat man aber auch Sachen über die alte Kultur auch ein bisschen gelernt, wie die beerdigt haben zum Beispiel. Ja, war natürlich eine schöne Sache. Zum einen, dass man hier im Museum ganz viel mitmachen kann, gerade für die Kinder. Dann ist es nicht so trocken, sich nur Vitrinen anzugucken. Und dass man jetzt vieles, was man hier im Museum dann schon gesehen hat, dann auch draußen nochmal nachvollziehen kann, wo ist es. Neben der Spurensuche bietet das LWL-Römermuseum während der Sommerferien ein gesondertes Ferienprogramm an. So zum Beispiel die Sonderausstellung zum Mitmachen, hier baut Rom. Auch Grabungshelfer können wieder aktiv werden. Wir sind wieder in Dülmen beim Sommertheater Metropolis. Jeder kennt diesen Film von Fritz Lang, ein Stummfilm. Der wurde jetzt als Theaterstück auf dem Marktplatz aufgeführt mit Text. Einen Blick in eine imaginäre Zukunft präsentierte das NN-Theater Köln bei der ersten Sommertheaterveranstaltung in diesem Jahr. Zum 20. Mal gastierte die Bühne am Dienstag auf dem Dülmener Marktplatz. Das NN-Theater ist ziemlich genau 2 Jahre älter als das Dülmener Sommertheater. Und ich meine, mich zu erinnern, dass ich damals einen Brief aus Köln gekriegt habe, wo ein paar Fotos und eine Beschreibung des Stückes drin lag. Das muss im Herbst 88 oder so gewesen sein. Denn im Sommer 1989 war das NN-Theater zum ersten Mal in Dülmen. Ja, wir haben hier ein Publikum uns erspielt oder auch, sag mal, der Achim Portmann mit der Konzeption dieses Dülmener Sommers, was sehr treu ist, was unglaublich interessiert ist, was in großen Mengen auftaucht. Und das ist für uns auch was Besonderes, wenn man mit den Leuten hinterher über das Stück spricht. Gespielt wurde eine Adaption nach dem bekannten Stummfilm Metropolis von Fritz Lang. Das Buch dazu schrieb vor 90 Jahren seine erste Ehefrau. Dem Stummfilm von Fritz Lang liegt ein Roman der ersten Ehefrau von Fritz Lang zugrunde. Und es war eigentlich die erste
deutsche Science-Fiction-Autorin, die einen Roman Metropolis geschrieben hat und danach wurde dann das Drehbuch für den Film geschrieben. Und uns hat einfach auch der politische Aspekt dieser Geschichte interessiert, wo es einfach um zwei Welten geht, die reiche Welt und die arme Welt und ob wir das jetzt nun von uns aus in andere Kontinente, uns hat diese Spannung auch mal interessiert. Im Mittelpunkt der Story Maria aus der Unterstadt. Arbeiter halten hier kontrolliert und überwacht die Maschinen für das Leben in der Oberstadt in Bewegung. Eines Tages taucht Maria unerlaubt in der Oberstadt auf und beeindruckt Freda, den Sohn des Herrschers. Was ist das für ein Mädchen? Was? Welches Mädchen? Da war doch ein Mädchen! Er folgt ihr in die Unterstadt und lernt diese Welt kennen. Sein Vater lehnt die Beziehung ab. Ein Double, konstruiert aus einem Maschinenmenschen, soll Fredas Zuneigung zu Maria beenden. Die musikalische Begleitung der Darstellung sorgte für Erstaunen. Die Klänge eines Theremin, das ohne jegliche Berührung gespielt wird, verbreiteten eine science-fictionhafte Atmosphäre. Ein Musiker, also diesmal der Bernd Kaftan, der, da möchte ich eigentlich darauf hinweisen, ein fast vergessenes, unglaubliches Instrument spielt, ein Theremin. Ein elektronisches Instrument, was ohne Berührung funktioniert, wo man nur die Hände in den Schallwellen bewegt. Das Experiment geht schief. Die falsche Maria sorgt bei den Arbeitern für Aufruhr und Anarchie. Das Ende naht. Metropolis wird zerstört. Die letzten Bewohner verlassen den Planeten. Standing Ovations für die gelungene Inszenierung. Eine weitere Aufführung des NN-Theaters findet bereits am Freitag in Lemgo statt. Wer von Dülmen nach Berlin fahren wollte, der musste früher entweder die Eisenbahn nehmen oder seinen eigenen Pkw. Jetzt gibt es eine Busverbindung. Der Flixbus-Fernbus fährt jetzt im Linienverkehr für 19 Euro von Dülmen nach Berlin. Mal soeben nach Berlin fahren, täglich von Dülmen aus. Dieser Wunsch wird jetzt am Dülmener Bahnhof Wirklichkeit. Das Unternehmen Flixbus Fernbus fährt ab sofort täglich von Dülmen nach Berlin zum zentralen Busbahnhof zum Einstiegspreis von 19 Euro. Dazu kam es durch den Zusammenschluss von meinem Fernbus und Flixbus. Bis zum Ende letzten Jahres haben die beiden Unternehmen Konkurrenznetze betrieben. Und durch den Zusammenschluss haben wir jetzt seit Anfang des Jahres ein komplett neues Liniennetz aufgebaut. Und durch die große Kapazität war es eben auch möglich, kleinere und mittelgroße Städte anzubinden. Nach Berlin kostet es von Dülmen aus ab 19 Euro. Also 19 Euro ist immer der Einstiegspreis und das geht dann hoch bis 52 Euro. Das liegt immer an der Auslastung. Also je voller der Bus ist und je später man bucht, desto teurer wird eben der Preis. Außerdem liegt es auch ein bisschen daran, wo man bucht. Also im Internet zum Beispiel oder über die mobile App, die wir anbieten, gibt es immer die Sparpreise. Und wenn man beim Busfahrer direkt das Ticket bucht, kurz vor Abfahrt, dann kostet es immer den Normalpreis, also den maximal möglichen Preis. Die ersten Dürmener Fahrgäste steigen ein. Auf seiner Strecke von Bocholt über Borken hat der Bus bereits einige Fahrgäste eingesammelt. Ob der Bus Verspätung hat oder gar ausfällt, darüber können sich die Fahrgäste per Handy-App informieren. Zusätzlich informiert das Unternehmen per SMS. Die Firma hofft auch auf einen Anstieg der Fahrgäste von Berlin nach Dülmen respektive Westfalen. Wir haben hier für Dülmen die Erwartung, dass zunächst mal viele Besucher nach Dülmen fahren. Also man kann ja auch aus beiden Richtungen jeweils in Dülmen aussteigen. Und natürlich für die Dülmener Bevölkerung die Möglichkeit, ohne umzusteigen, zu günstigen Preisen nach Berlin zu fahren zum Beispiel. Wir haben in Berlin verschiedene Haltestellen mittlerweile. Der ZOB in Berlin ist mittlerweile leider ein bisschen überlastet durch die vielen grünen Busse. Diese Linie hier aus Dülmen hält auch am ZOB in Berlin. Also zentral am Omnibusbahnhof. Wir haben aber auch Linien, die am Alexanderplatz zum Beispiel halten oder am Südkreuz. Also in Berlin haben wir verschiedene Haltestellen. Für Karl Schönhaus und seine Frau ist die neue Flixbuslinie eine gelungene Sache. Dadurch können sie ihre Verwandten in Berlin öfters mal besuchen. Sehr gut, weil die Verbindungen nach Berlin durchgehend sind. Wir brauchen nicht umsteigen, wir können in Ruhe hier einsteigen. Bisher sind wir von Münster gefahren bis Berlin und brauchen in Berlin nur die S-Bahn nehmen. Das heißt, wir können, vom Preis her ist das sehr günstig. Der Fernbus setzt seine Fahrt fort. Von hier geht es nach Münster und dann über Hannover nach Berlin.
Das Flixbus-Fernbusunternehmen hofft, dass die neue Linie gut nachgefragt wird. Bei entsprechender Belegung könnten demnächst auch andere Städte von Dülmen aus angefahren werden. Eine Möglichkeit des Umstiegs gibt es aber bereits jetzt. Und wieder Sommertheater in Dülmen. Die Black Blues Brothers brachten das Publikum zum Toben. In der hochkarätigen Show präsentierten sie alle Formen der Akrobatik, auch mit Beteiligung des Publikums. Wer beim Sommertheater der Black Blues Brothers einen Sitzplatz gefunden hatte, konnte sich glücklich schätzen. Denn der Dülmener Marktplatz platzte am Dienstag aus allen Nähten, als die fünf afrikanischen Akrobaten zu den Klängen der Blues Brothers auf die Bühne traten. Das Projekt ist letztes Jahr im Winter gestartet und in diesem Jahr sind sie auf Tour in ganz Europa, in Frankreich, Italien, Deutschland. Heute Abend präsentieren wir eine Show, die nicht nur Akrobatik-Elemente enthält, sondern auch Musik-Comedy ist. Und das alles zu der Musik von Blues Brothers. With the very famous music of Blues Brothers. Musik aus einem uralten Röhrenradio versetzt die Akrobaten in Schwingung. Die ersten Salti begeistern das Publikum. Die aus Kenia stammenden Akteure sind im italienischen Verona zu Hause. Wir trainieren an vier Tagen in der Woche jeweils zwei Stunden. Auch das Publikum darf mitmachen. Beim Limbo-Tanz-Wettkampf schaffen es aber nur die Akrobaten, unter der brennenden Latte hindurch zu tanzen. Trainiert wird täglich. Bereits als Jugendliche begannen die Akteure, Akrobatik zu erlernen. Es gibt keinen besonders schwierigen Part in der Show. Alle Teile sind gleich leicht für uns, da wir es seit Jahren gewöhnt sind, so zu agieren auf der Bühne. Eine ihrer besonderen Spezialitäten sind die menschlichen Pyramiden. Mit unglaublicher Eleganz und Leichtigkeit schwingen sich die Akrobaten in die Höhe. Auf ihrer Tour durch ganz Europa begeistern die Black Blues Brothers ihr Publikum. Uns gefällt es sehr gut in Deutschland und wir hoffen, dass wir in der Zukunft noch einmal hier hinkommen können. Die Menschen hier sind sehr nett, das Essen ist sehr gut und wir fühlen uns hier sehr wohl. Restaurant, everything. Donnernder Applaus am Ende der Darbietung. Zurzeit gastieren die Akrobaten 14 Tage lang in den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Auch in der kommenden Woche erwartet die Besucher in Dülmen wieder ein Highlight. Das Theaterlabor Bielefeld kommt mit seiner Platzinszenierung Odyssee. Am Silbersee in Haltern am See gab es jetzt bei dem warmen Wetter viel Badebetrieb und einen Alarm. Und die Feuerwehr suchte nach einer verschwundenen Person. Gott sei Dank ist niemandem was passiert. Es wurde niemand gefunden. Großeinsatz für Polizei, Feuerwehr und DLRG am Silbersee. Zwei Badebesucher hatten einen Schwimmer hinausschwimmen und dann untergehen sehen. Sie alarmierten die Rettungskräfte. Wir haben eine Einsatzmeldung bekommen, dass eine Person hier im Silbersee 2 vermisst wird. Als erste Maßnahme wurde hier der Strand abgesucht. Dann zeitgleich, als dann die Bootsgruppe eintraf, ging die Bootsgruppe der DLRG und der Feuerwehr zu Wasser, suchten das dann ab. Als die Taucher einsatzbereit waren, haben die Boote die Taucher übernommen und da wurden an den verdächtigen Stellen gesucht. Tauchergruppen und Schnorchelschwimmer durchkämmen den See. Auch ein Hubschrauber der Polizei beteiligt sich an der Suche. An der tiefsten Stelle ist der Silbersee 40 Meter tief. Solche Tiefen erschweren die Suche. Wir sind um 19.16 Uhr zu dem Einsatz zualarmiert worden. Personen unter Wasser am Silbersee 2 sind mit insgesamt mittlerweile 25 Leuten hier vor Ort, haben mit einer Taucherkette den See an der Stelle abgesucht, an der uns von einem Passanten mitgeteilt wurde, dass da vielleicht eine Person untergegangen sein soll. Unsere Taucher können mit Geräten bis maximal 30 Meter
tauchen dann aber auch nur eine sehr kurze Zeit. Üblicherweise 10, 20 Meter sind die Tauchtiefen, die wir relativ gut absuchen können. Gegen 21 Uhr wird über Funk durchgegeben, Abbruch des Einsatzes. Nach einer geraumen Zeit ist dann festgestellt worden, dass nichts am Strand herrenlos ist und es wird auch zurzeit keine Person mehr vermisst. Wir gehen mit einer ganz, ganz großen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass niemand untergegangen ist. Es wurden keine Gegenstände an Land gefunden. Das jetzt weiterzuführen, wo wir von ausgehen müssen, dass nichts ist, wäre dann unsinnig aus unserer Sicht. Der Rettungseinsatz ist beendet. Die gute Zusammenarbeit zwischen den Rettungskräften, den Haltern am See, hat sich wieder einmal bewährt. Wenn auch am Silbersee niemand geborgen werden musste, an anderen Orten hat es in diesem Jahr durchaus schon einige tödliche Badeunfälle gegeben. In Haltern am See fließt die Lippe vorbei. 700 Meter des Lippeufers werden jetzt renaturiert, sodass die Lippe wieder in ihren früheren Lauf hineinfinden kann und es sollen Flussauen entstehen. An der Lippe tut sich was. Bagger sind derzeit damit beschäftigt, die Steine der Uferbefestigung zu entfernen. Durch diese Maßnahme sollen Auen an der Lippe entstehen. Es wird versucht, das ursprüngliche, nicht begradigte Flussbett wiederherzustellen, die Strömungsgeschwindigkeit und damit die Überschwemmungsgefahr zu reduzieren, sowie ursprüngliche Tier- und Pflanzenarten wieder anzusiedeln. Also wir sind hier unmittelbar unterhalb der Stevermündung an der Lippe bei Haltern und hier wird ein Flussabschnitt auf 700 Meter Länge zu einer Aue entwickelt. Das bedeutet, dass die Lippe sich auch immer mal wieder in diese Uferbereiche ausdehnen kann, dass hier flache Flächen entstehen, die eine Verbindung zum Fluss haben. Also bei Hochwasser wird die Lippe verstärkt, sich in diese neue Aue ergießen. Sie wird also auch diese Flächen immer wieder bei kleineren Hochwässern in Beschlag nehmen. Also auch wenn es mal nur erhöhte Wasserstände gibt, wird sie hier in einzelne Gräben und Stillwasserbereiche reinlaufen. Und das ist auch erwünscht. Rund 700 Meter lang ist der Abschnitt der Lippe in Haltern am See, der zurzeit renaturiert wird. Die Kosten für diese Maßnahme trägt das Land. Die Kosten betragen 20.000 Euro. Das wird aus Landesmitteln letztlich bezahlt, denn das Land NRW ist Eigentümerin der Lippe. Vor allem die Senkung der Landflächen an der Lippe durch den Bergbau stellen die Verantwortlichen vor Probleme. Durch den Bergbau sind weite Flächen an der Lippe abgesunken. Insgesamt 14% des Lippeverbandsgebietes, aber wenn man hier jetzt den südlichen Lipperaum in Haltern und Dorsten nimmt, ist es prozentual noch viel mehr. Dadurch liegen auch viele Flächen tiefer als der Fluss und müssen dauerhaft künstlich entwässert werden durch unsere Pumpwerke und müssen durch Deiche geschützt werden. Bereits im August sollen die Renaturierungsarbeiten an der Lippe abgeschlossen werden. Danach ist eine Rückverlegung der schottischen Hochlandrinder auf ihre alten Weideplätze an der Lippe geplant. Mit einer Platzinszenierung der Irrfahrten des Odysseus verwandelte sich jetzt der Dürmener Marktplatz in einen Schauplatz der griechischen Mythologie. Homers Sagenfigur Odysseus belebte jetzt den Dürmener Marktplatz im Rahmen des Sommertheaters 2015. Sieben Darsteller des Theaterlabors Bielefeld sorgten mit ihrer Straßentheaterinszenierung Odyssee für eine bildgewaltige Darstellung der verzweifelten Reise dieses Helden der griechischen Mythologie. Untermalt wurde die Inszenierung durch passende Live-Musik eines griechischen Quintetts. Odysseus ist, die Odyssee ist eine alte Geschichte, die in vielen europäischen Kulturen bekannt ist. Es ist das erste Stück Belletristik auf europäischem Boden und wir haben gedacht, das ist ein spannendes Thema, um unterhaltsames und interessantes Straßentheater zu machen. Es gibt im Buch viele fantastische Geschichten, die sich eignen, um große theatralische Bilder damit daraus zu entwickeln. 10 Jahre treiben die Götter Odysseus über das Meer. Eine endlose Suche nach der Heimat und Penelope, seiner geliebten Ehefrau, beginnt. Passender hätten die dargestellten Szenen angesichts der aktuellen Flüchtlingssituation in Europa nicht sein können. Das Theaterlabor Bielefeld besteht seit 30 Jahren. 2011 hat sich das Ensemble verjüngt, um neue Impulse aufzunehmen.
Das Theaterlabor gibt es seit 1983. Wir sind eben seit 2000, haben wir ein großes Haus im Stadtmitte von Bielefeld mit einem großen Saal mit 300 Sitzplätzen und so und vielen Räumen, in denen unsere Produktionen entstehen. Zum Theater gekommen bin ich übers Studium. Ich habe Lehramt studiert und habe in der Uni Bielefeld an einem theaterpädagogischen Programm teilgenommen und bin seitdem mehr oder minder Theaterpädagoge. Odysseus erreicht das Land der Zyklopen und tötet den einäugigen Riesen Polyphem. Das brennende Auge symbolisiert den Untergang. Durch ständig wechselnde Aktionsflächen auf dem Marktplatz wurden die Zuschauer in das Geschehen eingebunden. Also wir bespielen den ganzen Platz hier, den ganzen Marktplatz. Und die Zuschauer haben keine Bänke, auf denen sie festgehalten sind, sondern sie müssen sich so ein bisschen mit dem Odysseus auf seine Irrfahrt begeben. Es ist auf jeden Fall immer wieder eine Herausforderung, weil der Platz immer anders ist. Wir müssen uns immer den Platz anschauen und dann sehen, aha, da kommen die Podeste hin, da kommt der Kalypso, die Kalypso-Stangen hin, da kommt der Penelope-Turm hin. Es ist immer wieder andere Lokalitäten, andere Herausforderungen. Eine weitere Station der Reise, die Insel Ayala mit der Zauberin Circe. Sie verwandelt die Gefährten, macht dies später aber wieder rückgängig. Gruselig auf dem Marktplatz wurde es, als Odysseus den Hades erreicht. Dort erfährt er, wie er nach Hause zurückkehren kann. Bereits in 10 Städten präsentierte das Theaterlabor Bielefeld dieses Stück mit großem Erfolg. Das Stück kommt sehr gut bei den Leuten an. Also man spürt das auch, wenn man spielt. Und bisher haben wir eigentlich fast nur gute Rückmeldungen gehabt. Nach 10 Jahren Rückkehr des Helden in seine Heimat Ithaka und begeisterter Schlussapplaus der Zuschauer. Das Theaterlabor Bielefeld hat auch in Dülmen überzeugt. Der nächste Auftritt der Darsteller ist ein Heimspiel. Er findet vor eigenem Haus in Bielefeld statt. Stimmungsvolle Beleuchtung und Klang dazu, das gab es jetzt in Haus Dülmen zu sehen. Licht und Klang hieß die Veranstaltung und das Highlight war das Höhenfeuerwerk von Wolfgang Stabe aus Dülmen, das ist der Feuerwerker. In farbiges Licht getauchte Grünanlagen und ein Höhenfeuerwerk standen auf dem Programm des Dülmener Sommers in Haus Dülmen. Es war die Fortsetzung der Veranstaltungsreihe Licht und Klang. Ja, mit Licht und Klang haben wir eine Geschichte aufgegriffen, die wir auch in der Vergangenheit schon hatten. Illuminiert werden Bäume, Parks, Grünanlagen und dazu gibt es auf einer mobilen Bühne wunderschöne Musik. Das ist ein Konzept, das geht überall auf, die Leute freuen sich drüber. Etwas früher als geplant brannte Feuerwerker Wolfgang Stabe seine rund 6-minütige Feuerwerksshow zum 900-jährigen Bestehen des Ortsteiles Haus Dülmen ab. Es wurde geplant, wir haben mit dem Kulturamt Stadt Dülmen haben wir zusammengearbeitet. Die haben den Musikwunsch vorgegeben und wir haben dann einfach danach die passenden pyrotechnischen Effekte ausgesucht. Das war das ganze Geheimnis. Also wir haben sehr viel kommuniziert miteinander, auch wenn es jetzt hier nur ca. 8 Minuten war mit dem Finale. Aber das war bombastisch, hat jeder gesehen, dass wir hier so richtig was reingelegt haben. Thank you.
kommenden Dienstag erwartet die Zuschauer wieder ein spektakuläres Sommertheater auf dem Dülmener Marktplatz. Ja, Sie kennen das alle Jahre wieder. Gehen wir nach Haltern und schauen uns dort um bei der Veranstaltung Haltern bittet zu Tisch. Und auch diesmal, bei dem schönen Wetter, war es natürlich rappelvoll. Trotz 450 Sitzplätzen, die auf dem Marktplatz aufgestellt waren, war es trotzdem jedes Mal zu voll, kein Platz zu kriegen. Ob Fisch oder Fleisch, Salat oder Blaubeerpfannkuchen, Feinschmecker finden derzeit bei Haltern bittet zu Tisch auf dem alten Markt eine tolle Auswahl von ausgesuchten Gerichten und Getränken. In den verschiedenen Kochzelten servieren Halterner Restaurants Spezialitäten aus Küche und Keller. Wir haben 6 Kochzelte, zusätzlich kommt das Cocktailzelt, das Getränkezelt und das Weinzelt dazu. Da gibt es ein sehr breites Spektrum, das fängt an bei Vorspeisen, Eiskrautsalat mit Garnelen, dann gibt es Flammkuchen, dann gibt es zum Hauptgericht Rumpsteaks, es gibt verschiedene Fische, es gibt Thunfisch, Lachs weiß ich mit Eiskrautsalat, verschiedene Nachspeisen, Mascarpone-Törtchen, Blaubeerpfannkuchen. Beim Zubereiten zusehen regt den Appetit an. Rumpsteak vom Angusrind oder Wildschweinbäckchen gab es im Kochzelt des Hotels Teltrop. Geschmorte Entenkeule und Medaillons von der Rinderhüfte wurden vom Hotel Siedner Flora serviert. Anfang des Jahres stand die Traditionsveranstaltung aus Kostengründen auf der Kippe. Aber es war eben so, dass in der Vergangenheit wir oft zuzahlen mussten und dass es deswegen halt auf der Kippe stand. Aber glücklicherweise haben wir sehr viel Unterstützung und Zuspruch durch die Halterner Kaufmannschaft und durch die Banken, durch die Halterner Zeitung bekommen. Und die haben uns alle unterstützt und somit konnte es wieder stattfinden. Und ja, in diesem Jahr rechnen wir nachher neu ab. Eine Spezialität bot das Restaurant Ratsstuben an. Der Sashimi-Thunfisch, verziert mit Algen und Kresse, kam sehr gut an. Zum ersten Mal dabei präsentierte sich das Restaurant Tannenhäuschen auf dem alten Markt. Ja, der erste Eindruck ist natürlich super. Zum ersten Mal sind wir dabei, das stimmt, ja. Wir haben das Restaurant ja im Endeffekt erst letztes Jahr eröffnet. Und von daher konnten wir dieses Jahr teilnehmen, was uns sehr freut. Ist natürlich bei dem tollen Wetter umso schöner. Ja, wir sind relativ breit gefächert. So ein bisschen mediterran in Richtung Bruschetta und Ziegenkäse karamellisiert. Flammkuchen, auch was Klassisches, Medaillons dabei, 2x Nachspeisen. Auch für den rustikalen Geschmack war etwas dabei. Peters Bauernstube präsentierte wieder die beliebten Reibeplätzchen mit Lachs. Ein Steinbeißerfilet erwartete die Gäste am Kochzelt des Hotels Himmelmann. Bereits am Freitag waren die rund 450 Sitzplätze im Nu belegt. Also ich denke, das muss weitergeführt werden. Auf jeden Fall, man sieht es ja auch, das Publikum ist da. Es ist schon übervoll hier fast. Also das heißt, das wird gut angenommen. Ich komme aus Mahl, aber ich komme jedes Jahr hier hin. Ja. Die sind alle super gut. Ich habe bei Himmelmann angefangen und höre bei Peters Bauernstube auf. Neben dem Weinangebot von Monika Plum bot der Cocktailstand das passende Getränk für jedes Gericht. Bei guten Wetterbedingungen bis zum Sonntag ist davon auszugehen, dass die Gastronomen in diesem Jahr kein Zusatzgeschäft machen. Vor rund 40 Jahren begann Gertrud Schröer aus Haltern am See, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Sie malte gerne und sie malt ohne Ende, auch heute noch, allerdings nicht mehr als Bilderbuchautorin, Bilderbuchillustratorin, sondern heute ist es wirklich wieder ihr Hobby. Ein neues Bild entsteht. Künstlerin Gertrud Schröer aus Haltern am See malt eine Landschaft aufs Papier. Die Leidenschaft zur Malerei entdeckte die gelernte Drogistin vor rund 40 Jahren. Ich habe so in den 70er Jahren mal Farben geschenkt bekommen. Das waren damals Tempera-Farben und bin dann einfach so mit, damals war das dann so eine naive Malerei, so angefangen und habe daran richtig viel Freude gehabt. Ich male überwiegend Aquarell oder in einer Mischtechnik so zeichnen. Das ist dann Bleistift, Farbstift und Aquarell, manchmal auch Feder. Nach einer ersten Ausstellung folgten Illustrationen für ein Liederbuch. Dadurch gelang der Durchbruch für ihre professionelle Tätigkeit. Bilderbuchverlage wurden aufmerksam. Man bekam einen Text dieser Bücher,
und hatte dann da auch schon seinen Platz, den man dann mit Illustrationen füllen musste. Ja, und dann musste ich dann passend zu dem Text dann die Illustration machen, in verschiedenen Größen, mal ganzseitig oder doppelseitig oder nur kleine Vignetten, ganz unterschiedlich. Rund 30 Bilderbücher illustrierte Gertrud Schröer während ihrer Arbeit für die Verlage. Heute malt sie überwiegend eigene Motive aus der Umgebung oder aus dem Urlaub. Ich arbeite jetzt ja nicht mehr für Verlage, sondern mache entweder so Privataufträge oder natürlich eigene Zeichnungen und Malereien, also Aquarelle. Der größte Kritiker sei ihr Mann Paul, so die Künstlerin. Er habe ihr bei der Umsetzung verschiedener Themen die richtigen Hinweise gegeben. Arbeitslos wird Gertrud Schröer auch nach Beendigung der Verlagsarbeit nicht. Neben eigenen Bildern warten eine Reihe von Privataufträgen auf ihre Fertigstellung. Und wieder sind wir beim Sommertheater in Dülmen. Eine Inszenierung des Faust als Tanzchoreografie gab es zu sehen von der Southpaw Dance Company und das Dülmener Publikum war wieder mal begeistert. Goethes Faust einmal ganz anders. Keine gesprochenen Dialoge, sondern die Story als zeitgenössischer Tanz. Ort des Geschehens, eine illegale Kneipe zur Zeit der Prohibition. Die Southpaw Dance Company aus Großbritannien zog beim Dülmener Sommertheater alle Register. The process of creating Faust, so Faust ist jetzt ungefähr 3 Jahre alt und es ist auf die Straße. Es hat B-Boying, es hat Charleston, Lindy Hop, Swing Dance, aber auch ein bisschen Hip-Hop reingeschmissen. Und der Robbie Graham hat es zuerst gemacht in Newcastle für einen Auftritt, das heißt Theatre Royal Birthday Blaze. Die Kneipe lebt. Schwarzbrenner, Schmuggler und Spieler bevölkern den Raum. Faust, gespielt von Regisseur Robbie Graham, im Mittelpunkt des Geschehens. Er wird zum Spielball der Anwesenden. Untermalt wurde die Choreografie durch Musik aus den 20ern bis hin zum modernen Hip-Hop. Da sind 6 Tänzer und es ist ungefähr 6 Wochen gedauert, diese Show zu machen. Ein Glücksspiel läuft. Faust verliert. Er verschreibt seine Seele dem Teufel, getanzt von Daniel Löwenstein aus Wien. Der narrative Tanzstil fordert den Tänzern Höchstleistung ab. Ja, ich bin jetzt für 15 Jahre ein Tänzer und ich mache alle Stile. Ich mache Breakdance, ich mache Contemporary, ich mache alles. Aber ich bin trainiert, das alles selber gemacht und auch an ganz viele Companies gearbeitet in England und auch in Deutschland und auch in Frankreich, überall. Also ich bin jetzt mit Southpaw Dance Company für ungefähr 1,5 Jahre und Robbie kennt mich für ein anderes Projekt und er hat mich gefragt, ob ich reinkommen kann für dieses Auftritt. Tanz im Feuer, eines der Highlights der Inszenierung. Faust im brennenden Boxring, das Ende naht. Unglaublich. Wir waren jetzt da überall in Europa und ich glaube das Größte mit Nummern waren in der Schweiz. Wir haben so 6.000 Leute gehabt, so ganz, ganz groß. Und dann haben wir auch ganz kleine gehabt mit so 100. Überall. Frankreich, überall, ja. Das war super. Faust wird in die Unterwelt befördert. Rund 50 Minuten dauerte die energiegeladene Darstellung der klassischen Story. Begeisterte Zuschauer auch in Dülmen. Sie ließen die Akteure nicht ohne zusätzliche Verbeugungen von der Spielfläche. Mit dem Auftritt der Southpaw Dance Company ging eine abwechslungsreiche Sommertheatersaison zu Ende.
Wir bleiben jetzt in Dülmen und schauen uns an, was auf dem Kinderflohmarkt los war. Der Marktplatz und angrenzende Straßen hatten sich in einen Flohmarkt verwandelt und seit 6 Uhr morgens war dort schon die Hölle los und den ganzen Tag über konnte man alles Mögliche kaufen. Kein Meter freier Platz in der Dülmener Innenstadt. So präsentierten sich der Marktplatz und die angrenzenden Straßen beim traditionellen Kinderflohmarkt. Decken und Tapetentische reihten sich nahtlos aneinander. Bereits am frühen Morgen hatten die ersten Kinder ihren Stand aufgebaut. Es sind wieder ganz viele Familien und Kinder gekommen. In diesem Jahr, das war ja auch angekündigt, das Wetter ist super, es wird auch am Nachmittag so bleiben, denke ich mal. Sehr, sehr früh losgegangen heute Morgen, um 5:30 waren die ersten schon da. War auch okay, denke ich mal. Offiziell ist der Beginn 10 Uhr, aber es baut sich so langsam auf. Und so kriegen wir dann noch Ordnung in die gesamte Geschichte rein. In diesem Jahr haben wir die Fläche, die Verkaufsfläche, sage ich mal, für die Kinder und für die Familien vergrößert, um den Königsplatz. Der wird auch sehr gut angenommen, also sodass wir also wirklich ein großes Areal hier in der Dülmener Innenstadt abdecken, das von Kindern an diesem Tag erobert wird und den Kindern zur Verfügung steht. Also bei gutem Wetter klingelten die Kassen. Eine Standgebühr gibt es nicht. Allerdings sind gewerbliche Verkäufer ausgeschlossen. Es gibt keine Vorgaben. Das macht den besonderen Reiz der Veranstaltung aus. Also ganz niederschwellig. Man kann sich morgens noch überlegen, ob man kommt oder nicht kommt. Es gibt keine festen Stellflächen, keine Anmeldung, kein Entgelt. Es sollte allerdings, und da legen wir ganz besonders Wert drauf, es sollte den Charakter eines Kinderflohmarktes beibehalten. Also kleine Deckchen, ein Tapeziertisch, das sollte es sein. Das, was wir hier vorne sehen, ist schon eine sehr komfortable, sehr komfortabler Verkaufsstand. Also es sollte ein Deckchen, Tapeziertisch, das sollte eigentlich reichen. Spielwaren, Puzzles und Mädchenbücher fanden das Interesse vieler Käufer. Überall an den Ständen zufriedene Gesichter. Es läuft sehr gut, also ist gut besucht und wir verkaufen ganz gut. Macht Spaß. Ja, Playmobil und Lego und Computersachen. Sehr viel. Und Bücher. Auch immer der Renner noch. Was suchen Sie denn speziell? Jungspielzeug. In welchem Alter? Ja, so zwischen 6 und 10, würde ich sagen. Ja. Preis-Leistungs-Verhältnis so, was? Das ist gut. Nein, das ist gut. Ne, viele Leute lassen sich aufs Handeln noch ein oder auf ein bisschen entgegenkommen. Nö, ne, doch, ist schön. Playmobil, den Bär, ein paar Spiele und noch ein bisschen anderes. Gegen 17 Uhr endete der Superverkauf. Der Kinderflohmarkt war wieder einmal ein voller Erfolg. Auch die Angebote des gesamten Ferienkalenders seien sehr gut angenommen worden, so Karl Lenz vom städtischen Jugendbereich. Noch bis zum 10. August gibt es Angebote, die von Kindern und Jugendlichen wahrgenommen werden können. Ein Highlight der Ferienaktionen war das Kartfahren in Haltern am See auf dem ADAC-Übungsplatz. Verantwortlich dafür die CDU-Ortsunion Sieten, die hatte das ermöglicht. 22 Teilnehmer haben wir ein bisschen begleitet. Mal so richtig Gas geben ohne Straßenverkehr. Das wünschen sich viele Kinder und Jugendliche. Wahr wurde dieser Wunsch jetzt am ADAC-Übungsgelände in Haltern am See. Veranstaltet wurde das Ganze von der CDU-Ortsgruppe Sieten im Rahmen des Kinderferienprogrammes. Die CDU aus Sieten führt seit 15 Jahren Bobbycar-Rennen durch. Und irgendwann kam uns die Idee, dass wir für die etwas größeren Kinder auch was Adäquates anbieten sollten. Und ich habe die beruflichen Beziehungen in meiner Funktion als ehemaliger Lehrer hier in Haltern, habe ich das Ehepaar Uppus, Dirk und Steffi Uppus, gebeten, ob es sie ermöglichen können, dass wir unser Ferienangebot der CDU Sieten auch hier am ADAC-Platz durchführen können. Und zuerst die Einweisung in die Sicherheitsregeln, dann die richtige Einstellung des Sitzes und der Pedalen. Alles muss passen. Schnell fahren kann jeder, sage ich immer. Wichtig ist, dass die auf die Sicherheit achten. Bremsen ist immer noch das wichtigste Instrument beim Kartfahren. Ob es beim Rundstreckensport ist oder auch beim Slalom, wer nicht richtig bremsen kann, fährt nicht schnell. Haben die Kinder jetzt alle bis jetzt in den ersten Runden gut gelernt und sind auch alle flott dabei. Der Start. Etwas holprig beginnen die Anfänger ihre Fahrt. Finn Uppus kennt sich mit dem Kartfahren aus. Auch an der Deutschen Meisterschaft hat er bereits teilgenommen.
Am Anfang ist nämlich eine scharfe Kurve im Parcours. Und da muss man schon einen Bogen fahren, um da wirklich auch mit Vollgas durchfahren zu können. Jetzt wird erstmal so Probe gefahren und hinterher dürfen die dann auch mal Vollgas geben. Auf einer Strecke von 300 Metern kann jetzt jeder Teilnehmer 8 Minuten lang sein Können beweisen. Die Sicherheit steht dabei aber an erster Stelle. Wenn sich einer nicht an die Regeln hält, gibt es sofort die schwarze Flagge und dann ist Ende der Veranstaltung. Wie es auch im richtigen Motorsport so ist. Das Kartfahren kommt an. Die Kinder sind begeistert und möchten am liebsten länger fahren. Ich habe mich da im Ferienfreizeitprospekt angemeldet, weil ich bin hier schon mal gefahren und ich wollte es halt nochmal machen, weil es sehr viel Spaß macht. Also ich habe mich voll erschrocken, als der eine Junge uns überholt hat, uns alle. Und da dachte ich, wenn der jetzt Gas gibt, gebe ich auch mal richtig Gas. Und ja, dann habe ich auch alle so überholt. Nach 3 Stunden endet der Schnupperkurs Kartfahren. Das Ganze war wieder einmal eine gelungene Sache. Alle hoffen, dass dieses Angebot auch im kommenden Jahr wieder auf dem Kinderferienkalender steht. Wir kommen nun zu unserem Hauptfilm, eine Dokumentation, und zwar Die Ostsee von oben. Ein Film von Silke Schranz und Christian Wüstenberg. Und die beiden haben schon die Nordsee von oben gezeigt, jetzt halt die Ostsee. Viel Spaß dabei.